Murdania, Loriformis, Bright Star. So wunderschön anzusehen. Sie blüht und blüht und blüht. Seitdem wir sie gekauft haben, hat sie nicht aufgehört zu blühen. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass sie da, wo sie geblüht hat, einfach weiter blüht. Es entwickeln sich dort am Blütentrieb ständig neue Blüten. Man kann das sehr schön sehen. Dieses Muster, was dort entsteht, diese Strichelchen, diese schwarzen, die man sieht, ist immer so ein Stückchen weiter. Kommt eine Blüte geht, eine kommt, eine Blüte geht. Das ist so cool anzusehen. Da werden wir heute mal etwas tiefer in die Geschichte gucken und auch die Enjoy, die Efeutute, die hier drin ist. Das Ganze kommt jetzt aus dem Badezimmer. Sie werden jetzt aber auch hier im Raum bleiben, weil es einfach besser ist für die Pflanzen hier. Ne? Von daher wollen wir mal gucken, dann, wie sie sich hier entwickeln. Und ja, und nicht und wir schauen gleich in die Tiefe. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So wunderschön anzusehen. So, übrigens von dem Mikrofon, was ich hier anhabe, habe ich gerade mal geguckt. Ich habe es tatsächlich gefunden nach bestimmt eine halbe Stunde Suchen. Gibt es tatsächlich bei Amazon Arbeit, kostet einen Haufen Geld, das Ding, alter Schwede. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen es, also werden wir es uns besorgen. Soll ich es mal zeigen? Nee, ich komm, lass uns knackt das wieder, so wie gestern. Das ist nicht so der Burner. Ja, manchmal hast du einen Kabelbruch, ist so, ne? So, wir werden jetzt als allererstes bei der Murdania genauer reinschauen. Hier steht ja auch noch eine, die wir hier im hohen Topf haben. Die werden wir rausnehmen und uns die Wurzeln ansehen, einfach nur, weil wir neugierig sind. Ne? Und weil es hier im Substrat ja auch nichts macht, kann ich wieder einpflanzen, kein Problem. Vor allen Dingen möchte ich sie in einen anderen Topf pflanzen. Ich habe hier ein paar geschenkt bekommen von, weißt Bescheid? Und ja, das werden wir heute machen. Zwischendurch gucken wir uns noch ein paar Kleinigkeiten an, die sich entwickelt haben. Denn auch, ja, nicht auch, sondern es entwickeln sich immer wieder so schöne Kleinigkeiten, die ich dann unbedingt zeigen möchte, weil es einfach Freude macht. Ich meine, das ist ja überhaupt das Ganze an dem Grün, an dem grünen Daumen, an dem Gärtnerischen im Haus, im Zimmer. Ne? Die Begeisterung der Pflanzen und das Heranziehen von kleinen Pflanzen. Das ist das Schönste. Ne? Übrigens auch bei der Ananas. Ich finde das mal so cool, wenn so Kommentare kommen und sagen, ja, lohnt sich doch gar nicht eine Ananas, bis du da was erntest und hast du nicht gesehen. Weißt du was? Aus einer Frucht tatsächlich eine Pflanze heranzuziehen, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und dass man dann dementsprechend auch noch eine Pflanze zur Verfügung hat und gegebenenfalls sogar noch dann dementsprechend vielleicht, dass sich dort eine Frucht entwickelt. Ich habe das Glück schon mal gehabt, der eine oder andere sicherlich auch. Ansonsten, wie gesagt, da kommt es nicht drauf an, das lohnt sich nicht oder das macht keinen Sinn, sondern es geht um die Pflanze im Allgemeinen. Darauf kommt es an. Yippie-yay. So kann man auch Werbung machen. Unser Kaki-Bäumchen schlüpft jetzt aus dem Vulcatec-Kakteen-Premium-Substrat. Wir hatten ihn hier ankeimen lassen im Wasser und dann eingepflanzt. Besser ist es allerdings, ihn ja im Prinzip nur 1-2 Tage im Wasser zu lassen und dann direkt einzupflanzen und im Substrat keimen zu lassen. Denn den zweiten Samen, den ich im Wasser hatte, der ist nicht gekeimt, der ist kaputt gegangen im Wasser. Ne? Also von daher ist es schon sinnvoller, das Ganze in der Erde dann keimen zu lassen, beziehungsweise im Substrat in dem Fall. Ansonsten kann der Samen im Wasser tatsächlich auch kaputt gehen. Die Efeutute Enjoy. Ja, das sind jetzt die neuen Blätter, die herauswachsen. Die sehen mega cool aus. Richtig coole Zeichnung. Das ist noch eins von den älteren Blättern. Die sehen noch nicht so gut aus. Hier hatten wir auch teilweise braune Ränder bei den alten Blättern. Aber alles, was jetzt neu herausgewachsen ist, sieht richtig gut aus. Also der Pflanze geht es jetzt wesentlich besser als vorher. Liegt daran, weil sie jetzt Tageslicht bekommen. Allerdings stehen sie im Badezimmer ganz, ganz weit weg vom Fenster. Also so circa 3 Meter ungefähr. Ist vollkommen ausreichend, so wie das ausschaut mit dem Licht da drin. Gut, das Badezimmer ist weiß, das Licht reflektiert natürlich auch da drin. Also das ist schon mal cool, so mitzunehmen. Aber wie gesagt, sie bleiben jetzt tatsächlich hier im Raum, um sie besser beobachten zu können. Hier wächst wieder ein neues Blättchen heraus, ein kleines Baby. Das ist so schön anzusehen. Auch hier ein Neuaustrieb, der sich entwickelt richtig schön dieses Mal. Also das Tageslicht und dann geht das tatsächlich besser. Ja, Wurzelwachstum ist noch nicht viel zu sehen. Im Topf selber, ich habe vorhin mal nachgemessen, wir haben hier knapp 750 Mikrosiemens drin. Das ist geschuldet an, weißt du, woran das liegt? Wir hatten sie damals eingepflanzt und hatten unten Tongranulat reingelegt, diese runden Kugeln, diese dicken, ne? Dieses Tongranulat. Und wir wissen ja mittlerweile, wir haben es ja schon gelernt und erfahren, dass die auch Salze abgeben. Und seitdem wir das wissen, spülen wir dieses natürlich vorher einige Male durch, bis dort halt keine Werte mehr messbar sind. Also 3-4 Mal auf jeden Fall. Und
Seitdem läuft es ja auch besser, auch mit dem Tongranulat. Ja, das habe ich hier damals nicht gemacht und dementsprechend sind diese Salze nach wie vor hier drin. Und das war gerade in der Anfangszeit natürlich nicht so gut, auch jetzt in dem Sinne nicht wirklich. Das heißt, ich werde das Wasser auf jeden Fall heute mal komplett wechseln und dann auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens aufdüngen. Das ist vollkommen ausreichend für die Pflanzen hier. Okay. Dann werden wir jetzt gemeinsam mal den Kasten hier leeren, dass wir das auch mal sehen. So, ich hole die Töpfchen mal raus hier. Also Wurzelwachstum, wie gesagt, ist noch nicht zu sehen. Mal gucken, ob ich die jetzt hier einfach so draufgestellt bekomme oder ob sie mir umfallen. Nö, das geht. Okay, so, nehmen wir den nächsten raus, die Moridania. Ist hier was zu sehen? Nein, auch noch keine Wurzeln zu sehen. Ja, es ist, also der Salzgehalt war doch etwas zu hoch. Ja, manchmal, ne, ist so, wie es ist. Ich meine, sie sehen ja gut aus. Also da wollen wir jetzt mal nicht großartig meckern. Von daher ist es nicht so verkehrt gelaufen, ne? Aber es ist dann doch besser für die Pflanzen, wenn man tatsächlich das Ganze ordentlich macht. So, ich das mal eben raus hier. Stelle ich das denn jetzt hin? Jetzt habe ich schon alles vorbereitet, aber daran habe ich nicht gedacht, ne? So ist das. Weiß Bescheid. So, dann gieße ich das Wasser jetzt raus hier. Werde das auch noch mal etwas spülen. Ich zeige es einfach, damit ihr sehen könnt, wie sowas funktioniert in dem Sinne. Ne? So, spülen wir das noch mal ein bisschen sauber hier. Dann mache ich nur einen Tee wackeln. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Ah, diese Schiffchen sind schon cool, aber ich muss unbedingt diese Wandhalterung besorgen. Ich vergesse es immer wieder, wie so viele andere Sachen auch. Das ist so, wenn du auch jeden Tag wieder was anderes zu tun hast, ne, ist das so. Okay, das haben wir jetzt soweit. Dann können wir den Einsatz da wieder reinstellen. Was ich jetzt machen werde noch, ich werde jetzt auch die Pflanzen einmal durchspülen. Das zeige ich jetzt aber nur ganz kurz demonstrativ, ne. Ich habe den Eimer stehen, keine Bange, ne. Ich lasse das Wasser hier nicht einfach so auf den Teppich laufen. Nee, nee. So, und spülen wir das ordentlich durch hier. Das Mikro ist an, ja, ist an. Okay. Dass wir hier die restlichen Salze rausspülen, ne? Denn damit können wir echt nichts anfangen. Ja, es ist so, ne? Wir haben einiges gelernt seit der Zeit, seitdem wir das damals hier mit diesem Schiff hier gemacht haben. Und von daher weiß ich auch heute, was ich machen muss, ne? Ansonsten würde ich das gar nicht wissen, siehst du wohl. So, haben wir den ersten fertig, die anderen mache ich jetzt auch noch. Und in dem Zuge werden wir gleich das Ganze dann auch wieder befüllen. Logisch, ne? So ist das nun einmal. So, 1, 2, 3 sind durchgespült. So, jetzt befüllen wir das Ganze aufgedüngt auf 400 bis 500 Mikrosiemens, wie wir das kennen. Direkt durch Substrat durch, dass die Pflanzen auch sofort was mitbekommen. Ich gieße jetzt erstmal hier 1 Liter rein, den Rest gieße ich dann nachher nach, was noch fehlt. Also ist schon mal, ne? Das Schönste daran ist, ich weiß jetzt ganz genau, dass es denen jetzt richtig gut geht. Ne? Das ist das Schönste an der ganzen Sache, wenn du deinen Pflanzen was richtig Gutes tun kannst. Das macht richtig viel Freude. Ja, aber wie gesagt, sie bleiben jetzt hier im Raum. Da bin ich mal gespannt. Ich möchte auch so gerne Stecklinge von der Enjoy machen, ja, nachdem sie jetzt so schön wachsen mittlerweile. So. Rest noch hier rein und dann haben wir es erstmal. Und dann kommen wir jetzt zu der Moridania. Hier ist es so, sie können auch tatsächlich mal trocken stehen. Das macht denen auch nichts. Die speichern viel Wasser in den Blättern hier. Ne? Das sind also richtig schöne, dicke, kräftige Blätter. Sie machen wenig Wurzeln. Das heißt, wir werden jetzt einmal reingucken. Und zwar bei der hier, weil die am besten gewachsen ist. Ich hebe mal eben hoch. Steht hier noch im Untersetzer, im Anstau. Die ist jetzt mit am besten gewachsen, steht auch hier im Haus mittlerweile, hier im Zimmer, nicht im Haus, auch im Haus, aber hier im Zimmer. Ne? Die hat sich richtig gut entwickelt. Da werden wir gleich reingucken und mal sehen, wie das aussieht und mal gucken, ob ich sie dann tatsächlich woanders reinpflanze oder wieder da. Ich habe noch ein paar andere. Hier haben wir noch eine, ne? Die ist wunderschön gewachsen. Die steht hier auch im Anstaubecher, also Becher im Becher. Hier ist eine kleine Pfütze Wasser unten drin. Das funktioniert auch ganz gut. Aber auch hier ist mit Wurzelwachstum nicht viel zu sehen. Ne? Das ist also, die machen sehr wenig Wurzeln. Okay, nichtsdestotrotz, gucken wir rein. Wir wollten ja wissen damals, als wir sie eingepflanzt haben, wie funktioniert das denn, wenn man sie einpflanzt? Wir hatten sie auch, glaube ich, ein bisschen tiefer eingepflanzt. Na, gucken wir jetzt mal genauer nach, wie das bei dem Schätzchen hier rechts dann jetzt ausschaut. Okay.
So ist es. Wir haben hier im Untersetzer bei der Pfütze Wasser, die hier drin steht, 830 Mikrosiemens, obwohl ich immer nur mit 400 bis 500 Mikrosiemens dünge. Woran liegt das? Ganz einfach, weil ich auch Wasser verdunste. Die Pflanzen brauchen wenig Wasser, verbrauchen wirklich wenig, ne, und dementsprechend steigt mit der Zeit die Konzentration an. Der Pflanze hat es bis heute nicht geschadet, aber aufpassen, irgendwann wird er zu viel. Ne? Von daher auch hier mal ganz kurz erwähnt, sinnvoll ist es tatsächlich, ab und zu mal die Pflanze durchzuspülen mit reinem Wasser und dann dementsprechend wieder aufzudüngen. So, also ich gehe davon aus, dass hier nicht viele Wurzeln drin sein werden. Das sage ich jetzt einfach so, weil ich davon ausgehe. Ne? So, eins, zwei, da siehst du wohl. Ja, siehst du wohl. Die hat fast gar keine Wurzeln. Oh, das ist ja mal... Ja, also was soll ich dazu sagen? Sie macht zwar viele kleine Wurzeln, aber tatsächlich viel Wachstum ist hier gut wie gar nicht zu sehen. Es hängt teilweise noch die alte Erde von damals dran. Ach, das ist jetzt mal interessant mitzunehmen, das sage ich euch. Guckt ihr mal die Pflanze an, wie gut die aussieht, ne? Und trotzdem hat sie wenig Wurzeln. Ja, also ist die Düngerkonzentration definitiv viel zu hoch. Sollten wir hier tatsächlich auch weniger düngen, um das Wurzelwachstum anzuregen? Also das ist jetzt mal... Sehr interessant, das einfach so heute mal mitzunehmen. Da bin ich jetzt aber echt überrascht. Ja, okay, sie lebt, ihr geht es richtig gut. Aber es wird so sein, dass die Konzentration einfach mit der Zeit immer höher wurde, weil sie einfach wenig Wasser verbraucht. Man sieht, sie kommt ja mit fast gar keinem Wasser aus. Jo, nehmen wir so mit. Das ist mal eine richtig coole Sache. Das heißt im Klartext, ich muss hier bei der Pflanze umdenken. Was das Düngen angeht. Das wird voraussichtlich heißen, dass wir hier ganz, ganz wenig düngen werden. Ganz wenig. Ja, okay, pass mal auf. Ich lasse das erstmal so. Mache mir kurz Gedanken, wie wir jetzt da vorgehen. Das heißt also auch im Klartext, sie braucht nur einen ganz kleinen Topf. Pass mal auf, dann nehmen wir doch einfach das Schätzchen noch mal raus hier. Das haben wir ja auch hier dann. Ne? Dann haben wir ja Gewissheit, wie es dann hier aussieht. Hier steht das eine ganz kleine Pfütze drin. Da kann ich allerdings nicht wirklich was messen. Nur auf diesen kleinen Schluck noch mal von dem reinen Wasser rein. Einen kleinen Schluck, ne, um mal zu gucken, was da Tatsache ist. So, der war ein bisschen viel. Okay, pass mal auf. Also da bin ich jetzt aber echt mal gespannt. Ja, nun, man kann es ja augenscheinlich sehen, dass hier keine Wurzeln drin wachsen. Ne? Macht die Pflanze überhaupt sowieso wenig Wurzeln? Das ist echt das erste Mal, dass ich das jetzt mitnehme. So, ne? Pass mal auf, ich stelle es mal kurz an die Seite, messe da gleich mal nach. Dann gucken wir hier auch rein. Ne, wir sind ja neugierig. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Oh, hier sieht es ein bisschen besser aus. Ja, hier sind tatsächlich ein paar feine Wurzeln. Ich rüttel und schüttel das Ganze mal. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Ne? So, und da gucken wir jetzt mal. Ich mache hier wieder eine Sauerei. Pass mal auf, dann messen wir jetzt mal kurz. Ah, Jesus, meine Güte. So. Keine Arbeit. Ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, ne? So, einschalten. Was haben wir hier? Ja, pass mal auf. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich versuche es einfach mal, in der Hoffnung, dass es geht. So. Was haben wir jetzt hier? Ja, 180, also nicht ganz 200 Mikrosiemens. Weißt Bescheid? Der Pflanze geht es tatsächlich im Wurzelbereich besser als der anderen. Ja, da haben wir schon wieder was gelernt heute. Für die Mordania. So, ich muss erstmal hier sauber machen, sonst lande ich hier gleich im Chaos, wo ich ja sowieso schon angekommen bin. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir wissen jetzt also, sie braucht wenig Nährstoffe, kommt mit hohem Salzgehalt nicht zurecht. Das heißt, werden sie jetzt einpflanzen. Zunächst, pass mal auf, ich werde das jetzt mit der kleinen machen. Mit der großen weiß ich noch nicht. Ich habe da noch was anderes mit vor. Guck, ob ich das so hinbekomme. Pass mal auf, Substrat ein bisschen abschütteln von der kleinen hier. So, siehst du wohl, die ist also tatsächlich am besten gewachsen. Also, sie brauchen wenig Wurzelraum in dem Sinne. Das ist soweit schon mal okay. So, dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt hier einfach ein. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich weiter vorgehe. Denn wie gesagt, sie mögen nicht viele Salze. Daraus logisch schlussfolgernd kein Leitungswasser. Warum? Weil im Leitungswasser viel drin ist und das sich anreichert und sowieso schon die Konzentration an
Leitfähigkeit in dem Sinne extremst erhöht. Von daher auf gar keinen Fall Leitungswasser. Also auch wenn wir die Düngermischung ansetzen, dementsprechend ohne Leitungswasser ansetzen. Jetzt haben wir es aber so gegeben, dass ja auch hier im mineralischen Substrat schon etwas drin ist. Logisch, ne? Und von daher sollten wir jetzt hier gleich erstmal das Ganze durchspülen. Richtig? Ja, ne? Lass mal offen. Das machen wir jetzt auch. Damit wir hier schon mal das rauskriegen, um die Pflanze dennoch mit Nährstoffen direkt zu versorgen. Und das geht eben nur, wir wissen, ne, wenn wir Wasser aufdüngen, gezielt Nährstoffe geben. Ne? Gezielt Nährstoffe, also ne? Nicht Leitungswasser oder Mineralstoffe. Hier sind auch okay, ganz klarer Fall für viele Pflanzen, für alle Pflanzen eigentlich. Aber wie wir sehen, kann es durchaus sein, dass manche Pflanzen diese hohen Mikrosiemenswerte nicht vertragen. Und von daher spüle ich das jetzt einmal durch. Läuft er noch? Ja, läuft noch. Der Akku weiß Bescheid. So, ich messe mal eben nach, was wir hier jetzt schon mal messen können. Boah, das ist relativ wenig, 75. Ja gut, jetzt haben wir auch relativ viel Wasser hier durchlaufen lassen schon. Ich werde trotzdem mal ein bisschen nachgießen, damit ich also gleich wirklich dann ordentlich das Ganze hier aufdüngen kann. So, dann nehmen wir jetzt unseren Topf von Lechuza, den wir geschenkt bekommen haben. Und stellen das Ganze hier rein. Und dann geht es gleich weiter, pass mal auf. Dann kommen wir nämlich jetzt zum Düngen. Wir wissen also, wenig ist bei dieser Pflanze mehr. Ich habe das schon mal angesetzt hier. Wir haben jetzt hier Abracadabra. 250 Mikrosiemens drin. Ich messe trotzdem mal nach. Ja, 250 Mikrosiemens. So, das machen wir dann genauso jetzt wie bei dem Punica Granatum. Nana. Ne? So, pass mal auf. Und das gieße ich jetzt nicht ins Übersubstrat, sondern ich gieße jetzt tatsächlich unten rein, dass die Pflanze erstmal ein bisschen Ruhe hat und einwurzeln kann in Ruhe. Ohne Nährstoffe. In dem Sinne mit Mineralstoffen, die noch drin sind. Und dann kann sie etwas besser einwachsen. Sagen wir es mal so. Ne? Wir tun jetzt so viel Gutes, wie irgend nur möglich ist. Ich werde sie gleich nochmal kurz abspülen. Ich habe sie ein bisschen dreckig gemacht hier. Ja, okay. Also, das war es jetzt dazu, zu der Mordania. Haben wir eine Menge gelernt heute drüber. Ne? Ist tatsächlich ein Schwachzehrer der größeren Art in dem Sinne. Ja, also in Natur wird sie dann voraussichtlich auch, ja, wie sagt man so schön, nur mit hoher Luftfeuchtigkeit auskommen. Also wenn du Terrarium hast oder so, dann kannst du die vielleicht sogar als Aufsitzerpflanze halten, wenn da ausreichend Luftfeuchtigkeit drin ist. Also sie kommt wirklich mit wenig Nährstoffen aus. Ne? Düngen könnte man sie rein theoretisch auch übers Blatt. Auch denkbar, logischerweise. Ne? Entweder mit Vuxal, den kann man ja als Blattdünger verwenden, oder mit dem Orchidspray dementsprechend. Ne? Okay, also, das ist schon mal richtig cool, dass wir das heute mitgenommen haben. Jetzt werde ich mich erstmal wieder sammeln. Dann habe ich sie heute das erste Mal eingesprüht mit reinem Wasser. Und auch hier eine ganz interessante Erkenntnis. Die Blätter nehmen das Wasser in dem Sinne auf. Sie haften, also Wasser haftet tatsächlich am Blatt. Bei anderen Blättern kennt man das ja, wie bei der Banane beispielsweise. Da rinnt das ja einfach runter, das Wasser, perlt ab. Aber hier ist tatsächlich so gegeben, wenn die Pflanze nass wird, nimmt sie das Wasser tatsächlich auf. Auch das eine sehr gute Erkenntnis, denn dadurch können wir tatsächlich gezielt übers Blatt düngen und bräuchten die Pflanze gar nicht über die Wurzel versorgen. Okay? Machst du nix. Es ist, wie es ist. Ne? Wir haben jetzt tatsächlich etwas Neues erfahren. So, was mache ich jetzt mit der anderen Pflanze? Pass mal auf, ich stehe mal eben runter hier und nehme die Pflanze jetzt und stelle sie einfach mal auf den Untersetzer hier mit dem paar kleinen Würzelchen, den das Schätzchen hier hat. Und werde hier einfach ein bisschen Wasser reinmachen. Und dann lasse ich sie erstmal stehen und überlege in Ruhe, was ich damit machen kann. Ne? Das ist schon mal eine coole Sache, dass man die Pflanze tatsächlich übers Blatt versorgen kann. Ne? Kann man ja nicht mit jeder Pflanze, ja doch, düngen kannst du schon, rein theoretisch das mit jeder Pflanze machen, außer da, wo das Wasser halt abperlt in dem Sinne. Ne? Ist nämlich hier bei der Banane, kann man dann die Banane sehen? Ja, kann man sehen, pass mal auf, zeige ich das mal, ne? Demonstrativ. Da perlt das Wasser richtig schön runter, ne? Also das ist dann, ne? Weiß Bescheid. Und hier tatsächlich die Mordania nimmt, achso, guck mal, spul mir das auch mal ein hier, nimmt das Wasser tatsächlich auf. Ne, das ist eine richtig coole Sache, dass wir das auch mitnehmen können heute. So, wie gesagt, da überlege ich jetzt noch. So, da wir das jetzt wissen, müsste ich ja eigentlich die Mordania hier rausnehmen und woanders reinsetzen.
weil wir hier das Ganze bei 400 bis 500 Mikrosiemens halten. Rein theoretisch. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt weiß ich nicht genau, wie es mit der Enjoy, der Efeu-Tute aussieht, ob die auch mit 250 Mikrosiemens auskommt, vielleicht sogar besser wächst. Aber wisst ihr was, ich lass das jetzt erstmal so, weil das war doch eine ganze Menge, was ich da heute mit erfahren habe oder wir erfahren haben, dass es nicht zu viel hier wird. Ne? Ich überlege nämlich auch, ob ich tatsächlich hier auf der gleichen Schiene fahre, auch bei 250 Mikrosiemens, Pi mal Daumen, ohne Leitungswasser, um mal zu gucken, wie die Pflanzen sich dann entwickeln. Oder lassen wir das tatsächlich so und beobachten jetzt nur die eine Pflanze erstmal hier, wie die sich weiterentwickelt. Ja, allerdings wäre das über einen langen Zeitraum, weil sie wachsen ja recht langsam. Ne? Weißt du was? Ich überlege jetzt erstmal selber in Ruhe. Wenn du was dazu sagen kannst, sag es uns ruhig, ne? Damit vielleicht auch jemand was mitnehmen kann. Ah, der sieht schon cool aus mit den Wasserperlen, ne? Das ist richtig cool. So, wie sieht das denn bei der Enjoy aus? Ich habe die Pflanzen noch nie eingesprüht, weil ich sprühe Pflanzen eigentlich nicht ein. Ab und zu mache ich es jetzt bei dem Baumfreund zum Beispiel. Ne? Sieht das denn jetzt hier aus? So, teils perlt es. Nee, es perlt eher ab, das Wasser. Ne? Bei etwas älteren Blättern ist es so, dass es. Ja, sich. Nee, das perlt ab. Das perlt tatsächlich ab, das Wasser hier. Okay. Komm, da kriegst du auch mal einen kleinen Schluck hier aufs Blatt. Das ist schon cool, ne? Sieht richtig heavy aus. So. Ja, weiß Bescheid, ne? Winke, winke. Bis ganz bald. Hier aus dem Reich der Pflanzen. Ich sag's dir. Yippie-yay. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte heute eigentlich Klimbim machen, alles Mögliche zeigen und hast du nicht gesehen. Und plötzlich erfahren wir etwas Neues. Und das ist natürlich das Allercoolste hier im Kanal, ne? Dass man hier wirklich tatsächlich einiges mitnehmen kann. Ne? Das ist also richtig heavy. Ja, siehst du wohl, da können wir die Mudania tatsächlich übers Blatt versorgen. Ordentlich sogar. Das ist mal eine coole Sache. Ne? Hier nochmal kurz bei der Banane das gezeigt, wie das Wasser, wie wunderschön das abperlt. Das sieht schön richtig cool aus. Ne? Ja, das hat schon was. Dann kann man es auch ab und zu ein bisschen sauber sprühen. Ah, das ist jetzt aber echt mal ein Ding mit der Mordania, ne? Ja, siehst du wohl. Haben wir doch was gelernt heute. Wer hätte das gedacht? Ne? Einfach mal machen. Nicht lange lachen, weiß Bescheid. In die Tiefe schauen ist doch nicht nur sinnvoll, sondern manchmal auch ratsam. Okay, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Und ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, wenn ich den Film fertig bearbeitet habe. Okay.